Komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Erna, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Und die Geschichte beginnt. Und damit hallo und willkommen zu unserem ersten Let's Play von Until Dawn. Wir, das sind Tom und Steffen. Hallöchen. Und wir zeigen euch heute, was so in Until Dawn so abgeht. Über das Spiel selber haben wir jetzt noch nicht so viele Infos. Mir hübsches Mädchen hier. Kann man schön gucken. Es ist ein Horrorgame, auf jeden Fall sehr interaktiv. Sieht bombastisch aus, wie ich finde. Und ja, was kann man über das Spiel groß sagen? Also man hat viele Entscheidungen zu treffen. Manche gehen gut aus und manche eben nicht so gut. Wir müssen gestehen, wir haben tatsächlich auch schon mal reingeguckt hier und da und uns ein paar Infos geholt. Möglichst ohne uns zu spoilern, das hat auch weitestgehend funktioniert. Also über die Story selber wissen wir nicht viel. Die einzigen Schlagwörter, die wir echt für das Game generell benutzen könnten, wäre jede Menge Atmosphäre, irgendein komischer Typ mit einem Flammenwerfer, eine Berghütte, das klassische Szenario, wenn ein paar Jugendliche campen gehen oder in so eine Hütte feiern gehen, wie man es aus den Horrorfilmen kennt. Alles dabei. Tatsächlich einfach alles dabei, würde ich sagen. Und wir fangen einfach mal an. Jo. Und gucken, wo uns das hinführt. Und wir hören schon, dass jemand im Hintergrund schnarcht und wir sehen es auch. Okay. Wir gehen einfach mal los. Schauen uns ein bisschen und gucken mal, was hier gibt. Genau. Halte R2 gedrückt, um die Notiz zu nehmen. Und dann drehen wir sie rum. Hannah, du siehst im Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Küsschen, Küsschen. Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Zeit zum Eingreifen. Gut, bevor wir eingreifen, schauen wir uns noch ein Stückchen weiter um und gucken, ob hier irgendwas geht. Hier geht nix. Bei ihm hier wohl alle betrunken. Auch nicht. Schlafen. Hm. Schauen wir mal hier. Ist das eine Treppe von der Rückseite? Oder weiß ich nicht genau. Mal gucken. Schauen wir mal hier. So. Abgeschlossen. Also alles, was glitzert, können wir praktisch uns angucken. Aber hier geht gar nicht so viel jetzt gerade. Komm. Ein sehr schöner Kamin. So, da hinten was gefunkelt. Wo? Hinten in der Ecke rechts. Dort oder ist das nur... Nee, das ist eine Vase. Oder so. Ja, das ist eine Vase, okay. Alles klar. So, den Zettel da hinten hatten wir schon. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Genau, das haben wir eben schon gelernt. Was haben wir hier? Whisky! Shit, Josh! Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Für
Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Die ist dumm. Die ist dumm. Oh mein Gott. Zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Ned. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Alles klar, die Spiele beginnen. Okay. Josh wecken oder andere suchen. Ja. Josh ist total besoffen. Wir machen das einfach mal. Josh! Josh! Okay, lässt sich nicht wecken. Das war irgendwie vorauszusehen. Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Alles klar, das scheint doch eines Quicktime-Events. Und ja, sind sie. Gehen wir schnell runter oder sicher? Komm, wir gehen mal schnell runter. Das ging doch gut. Hätte ich nicht schnell genug gedrückt, wären wir wahrscheinlich auf die Fresse gefallen. Aber ob das was geändert hätte, keine Ahnung. Also die Entscheidungen haben tatsächlich auch Konsequenzen. Geräusch oder Fußspuren? Wir nehmen eindeutig die Fußspuren, würde ich sagen. Oder? Ja, mach. Okay. Vielleicht ist die beste Entscheidung. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Okay, das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Man kann einfach über sein PS4 Touchpad drüber streichen und so die Taschenlampe halt anmachen. Gibt leider noch zu wenige Spiele, die das unterstützen. Alles klar. Ja, die Atmosphäre ist wirklich sehr bedrohlich. Echt? Alter. Okay, das war halt echt so ziemlich das Harmloseste, Hallo? Was passieren kann. Hallo? Okay, was haben wir hier? Eine Holzfigur oder ein Totem. Das sah nicht gut aus. Ein Todestotem. Okay, R1, wir schauen mal nach. So. Totemprophezeiung. Schwarz bedeutet Tod. Alles klar. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Also der mögliche Tod. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorhersagungen überbringen. Alles klar. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Die schauen wir uns gerade mal an. Okay. Das war echt unglaublich viel. Das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber vielleicht schauen wir nochmal in die Prophezeiung. Ja, gucken wir uns nochmal an. Okay, das ist recht einfach zu sehen. Wir gucken nochmal. Okay, sieht nicht gut aus, ne? Beide fallen irgendwo runter. Unsere Protagonistin, die wir gerade spielen, ich weiß nicht, wer das
Wer ist das? Die Namen der Charaktere kommen alle noch. Landet Beth, von genau. Beth auf dem Berg gefunden. Genau, genau. Beth. Landet sehr unsanft und die Schwester scheint tatsächlich auch irgendwie tot zu sein. Auf jeden Fall. Augenscheinlich. Sieht so aus. Okay, wir machen erstmal weiter. Okay. Nicht zu lange. Fängt schon an, ey. Hannah! Irgendwas war da gerade mit Feuer. Das ist doch das erste Warnsignal, dass ich da jetzt nicht lang gehen sollte. Okay. Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Hannah! Genau, verlier dein Handy. Beste Idee überhaupt. Oh. Das sieht schlecht aus. Oh oh. Fuck! Nein! Es war so klar, es war wirklich. Aber wir sehen schon, wo das enden könnte. Alter, was ist das für ein Typ, ey? Vielleicht sollten wir nichts machen, oder? Es geht auf Zeit. Ich finde den Typen echt unheimlich. Aber vielleicht sollten wir es einfach... Nee, ich lass einfach los. Das sah mir ganz nach einer falschen Entscheidung aus. Alles klar, wir starten ein Spiel und gleich sind alle tot. Super. Der Psychoanalytiker. Dr. A.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also... Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay, als allererstes würde ich gerne erstmal wissen, wer du bist und wer wir sind. Das er scheint ja der Psychoanalytiker Hill zu sein. Ja, das ist ja klar, aber ich weiß nicht, irgendwie ist ja... Aber wer sind wir? Komisch. Und warum brauchen wir eine Therapie? Und warum tragen wir Handschuhe? Warum tragen wir Handschuhe, genau. Der mit dem Flammenwerfer-Typ da, der komische Mensch eben an der Klippe, der hatte auch einen Flammenwerfer, wie wir gesehen haben. Ein Flammenwerfer? Ein Handschuh?
Ja, und ja, der, also der Typ mit dem Flammenwerfer hat auch Handschuhe an. Okay. So meine ich das. Und sind wir dieser Mensch? Auf jeden Fall, wie der Psychoanalytiker gesagt hat, wissen wir, was halt da eben passiert ist. Wir werden sehen. Wir gucken erstmal, was hier draufsteht und nehmen diesen Lappen in die Hand. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Wir sehen ein Landhaus, ein Maisfeld. Das ist eine Scheune. Eine Landhausscheune, ein Maisfeld, eine Vogelscheuche mit Enterhaken, mit Fleischerhaken. Mit Fleischerhaken. Und unten links und zwei eine Katze. Katzenaugen oder Katzenaugen. Was das sein soll. Wenn wir kurz zusammenfassen. Sind wir glücklich, oder? Sind wir total glücklich mit dem Bild, auf jeden Fall. Nein, wir sehen. Also. Wir sehen Jeepers Creepers. Sag ich doch glücklich. Ja. Wegen der Vogelscheuche, wegen dem Haken sehen wir, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und, keine Ahnung, Friedhof der Kuscheltiere wegen der Katze. Also sind wir sind glücklich. Wir sagen mal, wir sind einfach glücklich. Ja. Wobei, an sich ist es ja schon idyllisch mit der Sonne. Wir machen das, oder? Wir sind glücklich. Ah, das ist gut. Cool. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Ja, der Sonnenschein. Würde ich sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Denke ich auch. Ich finde die Vogelscheuche schön. Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Depressiv oder Angst? Wenn, dann eher Angst. Also depressiv macht mich Dunkelheit eigentlich nicht. Angst. Wenn, dann Angst, ich, ne? Ja, also, Angst finde ich auch gut. Ja, machen wir. Die Dunkelheit. Oh, Angst. Wirklich. Sehr interessant. Ich will wissen, wer wir sind. Siehst du die Mütze? Ganz im Norden von Schweden sind die Nächte 18 Stunden lang. Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Vor der Dunkelheit. Was ist mit der Mütze? Aber wir tragen eine Mütze, siehst du das? Das könnte so eine Cappy sein, das ist oben dieser Knopf mit diesen Luftlöchern. Also wir müssten eine Mütze... Eine, ja, wir haben auf jeden Fall eine Kappe auf, damit nicht zu erkennen ist, wer wir sind. Das ist ja das, was mich nervt. Ich will wissen, wer wir sind. Okay, Angst ist, jedermanns Angst... Jedermanns Angst. Oder ich weiß es nicht. Ja. Jedermanns Angst. Ne? Alles runterspielen. Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht jeder. Aber es ist eine völlig natürliche Furcht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Oh je. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dir, dich fernzuhalten von dunklen Orten. So, so. Der Typ ist merkwürdig. Also der ist... Aber sowas von. Der ist alles nur nicht sympathisch. Das macht's auch nicht besser. Nee, irgendwas ist mit dem auch nicht so ganz okay. Koscher. Sony Computer Entertainment. Supermassive Games. Until Dawn. Who'll have me?
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Zehn Stunden bis zum Morgen. Kapitel 1, Freundschaft. Hier in Blackwood Pines. Ach, da ist er wieder. Sam, Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig und abenteuerlustig. Okay. Ich muss kurz vorneweg sagen, ich fand das Intro grad und den Soundtrack bombastisch geil. War es also auf jeden Fall. Richtig cool. Richtig ergreifend, also das passt wie die Faust aufs Auge, echt. Ja, und es hat schon mal ein paar Einblicke gegeben, also diese Horrorgeschichten, die total klassisch sind, einfach hier die eine Puppe, ein Sägeblatt, eine alte Kapelle, ein altes Schaukelpferd, ein Laune, fehlt nur noch ein Clown oder irgend sowas. Das ist halt echt teilweise grausig. Mal gucken, wo wir landen. Und wir haben gesehen, wir werden beobachtet, denn der gute Machetenmann ist auch nach einem Jahr wieder da. Welcher Zufall. Und beobachtet Hallo? Uns. Ist jemand hier? Ja,
Weg zur Seilbahnstation, 21 Uhr 2. Die gute Dame war wohl den ganzen Tag mit dem Bus unterwegs. Okay, was... Was ist hier? Achso, ja. Okay. Gut. Gut, also wir wissen jetzt, dass Hannah und Beth vor exakt auf den Tag genau vor einem Jahr verschwunden sind hier oben. Und die sich trotzdem wieder treffen zum Party machen. Schon seltsam. Diesen Tag. Ja, dieser Ort, bisschen, ein Jahr später, ein bisschen makaber. Pietätlos, ja. Da, ich fand das cool gemacht mit dem Handy. Erst eine Radio hören und dann diese Message das Video, von Josh. Das ist der Bruder von den beiden. Das ist der Bruder, genau, der Josh Washington. Der dessen Bruder Eltern von Hannah und Beth. Und den Eltern gehört diese Hütte oder dieses Areal hier. Ja. Und war ja zu hören, dass wohl ein Mann, der was damit zu tun haben könnte, vielleicht der Machetenmann, möglicherweise, in wohl irgendwie Kontakt zu der Familie steht. Genau, irgendwas gegen irgendwelche Baumaßnahmen hatte. Ich sehe schon, alter Indianerfriedhof. Daran habe ich eben auch gedacht. Ja. An irgendeinen alten... Ja. Auch mit den Totem und den Prophezeiungen. Egal. Weil er auch sagte, seine Vorfahren, die hätten was dagegen. Genau. Ja, das könnte da in die Richtung gehen vielleicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja. Wir haben einen neuen Zettel an der Tür. Gucken wir mal. Das Tor ist kaputt. Klettere rüber. Naja. Machen wir. Wir haben ja den Anfang schon mal so ein Stückchen angespielt gehabt, deswegen drehen wir den Zettel, kann man eigentlich umdrehen. Das ist aber nur so ein kleiner E-Mail-Verkehr, in welche Richtung muss ich gehen und bla bla bla. Schnell, hä? Wirklich uninteressant. Machen wir schnell? Ja, versuchen wir es mal. Na komm, Spaß an der Freude. Klettern. Klettern, wir klettern. Das war gesprungen und nicht geklettert, will die mich verarschen. Entschuldigung. Ist ja schon unheimlich. Und wir werden weiter beobachtet. Und ich hoffe, der Typ kommt jetzt nicht irgendwie um die Ecke, weil bis hierhin hatten wir gespielt und weiter noch nicht. Mal schauen, wo wir landen. Oh, oh Gottchen. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Nicht bewegen, Symbol. Ah, okay. Echt süß. Oh. Tierlieb sind sie schon mal. Ja. Okay, auf R1 können wir nochmal nach dem aktuellen Ziel gucken, aber das kennen wir ja. Wir müssen zu der Seilbahn. Diese Stillhalten des Controllers. Ach, Leute, diese Vögel, ey, ich find's jetzt schon schlimm. Stillhalten des Controllers, fand ich eine coole Idee als Tutorial, dieses Eichhörnchen zu nehmen. Ich mag Eichhörnchen. Aber das wird bestimmt irgendwann noch ein bisschen heftig werden. So, was haben wir hier? Cool. Indianer. Indianer. Da sind sie doch. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiung einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Der Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Und das Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Gut? Alles klar. Ich bin ziemlich fest der Meinung, dass wir nach einer halben Stunde schon scheinbar zwei Leute gekillt haben. wahrscheinlich nicht besonders viel Glück haben und... Also gelb und weiß fällt bei uns, glaube ich, eher aus.
Ja. Klammer Tod, Gefahr und Verlust, weil wir sind echt die absoluten, die Anti-Helden des Spiels, sag ich mal. Weißt du, was mir eben aufgefallen ist? Hm? Am Anfang, die Hannah? Hannah, genau. Die Hannah hatte einen schwarzen Schmetterling tätowiert. Das habe ich am auch gesehen. Am Oberarm, genau. Das könnte vielleicht sogar darauf hinweisen, okay, es ist Eigenverschulden, aber schwarze Schmetterling sagt den Tod eines Träumenden voraus. Vielleicht, vielleicht. Könnte sein, dass sie... Also ich, jetzt gerade so, wie es aussah, gehe ich davon aus, dass beide tot sind. Also, ne? Zumindest augenscheinlich, gucken, ja. Vielleicht tauchen sie ja nochmal auf, das wäre ziemlich cool. Aber da müssten die ein Jahr lang ein Jahr lang, das wäre, ja, glaube ich, nicht. So weit waren die ja nicht weg. Okay, wir machen weiter. Ja. So, mach's gut, Indiana. Oh, oh. Und der nächste Totem. Und ich weiß aber nicht, es ist ein gelber. Ist ein gelber, ne? Das war... Gelesen, nein, vergessen, weiß ich nicht mehr. Führung. Führung, genau. Führung, Führung. Nimm in die Hand, junge Frau. Okay, wir schauen nochmal nach. Also ein Vogel und ein... Okay, gelber Führungstote. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Gut, okay. Das kennen wir ja jetzt. Alles klar, wir gucken uns das nochmal an, würde ich sagen. Ich weiß nicht, war das Josh, der da irgendwo eine Leiter hochkam oder aufgestanden ist oder so? Sein. Ist auf jeden Fall ein Kerl. Ist auf jeden Fall ein Vögelchen, das landet auf dem Tisch. Nochmal. Oder so. Ja, ja, ja. Und da hinten. Okay, Karohemd. Wir können uns nach dem Karohemd umschauen. Oder Streif oder der, so. Der kommt irgendwo hoch. Echt? Warte mal. Ja, ja. Kniet er nicht einfach hinter dem Baum? Oder so. Das ist, als ob er hinter dem Baum knien würde oder so. Weiß ich nicht. Also, wir merken uns mal. Typ, Karohemd. Wenn ein Vogel kommt, bloß aufpassen. Das könnte... Das... Könnte... Der könnte giftig sein. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Hier haben wir noch der Unbekannte. Da können wir 32 Hinweise sammeln. 1952. Ebenfalls noch, also 27 Hinweise sammeln. Die Zwillinge. Ich weiß, sind Beth und Hannah Zwillinge? Also nicht eineiig, aber nee, vielleicht Zwillinge. Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder eine mit dem Bruder. Könnte ja auch sein. Das kann auch sein. Mal schauen. Und die Sam. Die Eigenschaften. Nicht witzig und wenig romantisch. Ja, alles klar. Ja. Kann aber mit allen gleichermaßen gut, eigentlich. Ach warte, wir könnten nochmal bei Schmetterlingseffekt diese Sequenz ansehen. Diese, Warte, dann noch eins nach vorne, bei Tod. Achso, Schmetterlingseffekt, das sind, das kommt, denke ich mal, nach und nach. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Entscheidungen oder so. Weil gerade der letzte unten in der Mitte heißt das Ergebnis des Chaos. Chaos-Theorie, Schmetterling, Hurricane, haben wir ja im Intro auch gesehen. Denk mal, da können wir dann schauen, ob das gut oder schlecht war. Oder mal gucken, weiß ich noch gar nicht. Okay. So, was meinst du? Hier aber die Ereignisse. Ah, Ereignisse der Vergangenheit. Wir haben genau. Ein Ereignis dazu. Ein weiterer Schnippet dabei. Okay, der Mann, den kennen wir ja. Und wurden Wahnsinn. Wow. Alter. Das ist schöner. Okay, es scheint blutig gewesen zu sein. Irgendwer wird und wahnsinnig. Und wurden wahnsinnig. Irgendwer wurde wahnsinnig. Ich werde auch gleich wahnsinnig. Das könnte die Theorie der Indianer verstärken. Ja, das kann sein. Man baut auf einen Indianerfriedhof und... Ja, das kennt man ja. Ja, aber man baut auf einen Indianerfriedhof. Wie groß ist der denn, wenn die hier eine Berghütte und einen Lift... Es gab halt viele Indianer... Das ist aber nur ein Berg. Okay, was war hier steht, was geschrieben? Wow, Graffiti, so weit hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Es sieht aus wie mit Blut geschrieben. Das sieht echt krass aus. Aber ist es, glaube ich, nicht, weil sonst hätte sie anders reagiert. So, was ist denn Gott, der Weg dort? Steht da unten Two Lower Cable Car? Was geht da hin? Geht man von einer Hütte? Two Lower Cable Car. Cable Car. Cap? Ich weiß nicht Cable genau. Cable Cap, das könnte sein. Dann geht ein Weg dort hoch auf den nächsten Berg. Ja, das ist die Seilbahn. Das ist der Ranger Path, steht der Ranger Path. Oben ist die Lodge, da müssen wir ja hin. Genau. Und darüber ist das Sanatorium. Ja, darüber war das Bild von dem Sanatorium. Wer baut denn eine Anstalt auf dem Berg? Das ist er.
Und wenn man einen Moment lang sich nicht bewegt... Dann wird es ja zu langweilig. Dann wird es hier zu langweilig, genau. Okay, weiter. Das ist eine Hütte. Das scheint designbar zu sein. Okay, wir können an die Tür... Chris, ja, mal. Bist du hier? Können an den Rucksack. Und da hinten gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich gucke zwar immer gerne mich erst um, aber ich glaube, das Spiel will, dass wir hier hingehen. Guck mal, was da links an der Tür ist. Dann geht's in die Tür, denke ich mal, oder? Ja, können wir mal machen. Ja, mal gucken. Nicht an den Rucksack. Ich bin neugierig auf den Rucksack eigentlich, ne? Ja. Aber ja, okay. Erstmal von links nach rechts. Toll. Das war, oh, okay. War ja zu. Ich habe gewonnen, wir gehen zum Rucksack. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn? Tasche schließen oder rumschnüffeln. In Anbetracht der Tatsache, dass er weg ist, der Rucksack dort liegt und da ein Verrückter rumläuft, sollte man vielleicht rangehen, aber ich glaube... Oder vielleicht stecken wir es auch nur ein. Ich weiß es nicht genau. Wir nehmen's. Okay, das hat auf jeden Fall Konsequenzen. Aha! Sieh an, wer da ist. Eine Message von Ashley. Alter. Oh. Okay, das ist Chris. Verknallt in Ashley, methodisch, beschützerisch und humorvoll. Alles klar. Hallo Chris. Wollen wir mal gucken, was Chris dazu sagt, dass wir an seinem Handy rumgespielt haben. I'm sorry, bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Okay, das wird uns umhauen. Was das sein wird und ob er wirklich sauer ist, dass wir das Handy in der Hand hatten, erfahren wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.